Jetzt erstmal packen. Ja, ja. Habt ihr die Augen von dem gesehen? Spult mal zurück und guckt euch mal die Augen von dem an. Was hat denn der für Augen gehabt? Jo, der stand unter Drogen oder so. 100 pro. Niemals normale Augen gewesen. Stampe. Nami. Ach, verdammt. Die müssen alle weg. Die müssen alle sterben. Alle sterben. Sehr schön. So, Chopper muss immer noch ein bisschen vorkämpfen. Ich glaube, ich nehme mal das Gebiet da vorne ein. Weil dann kommen auch weniger Leute. Und ich habe da ein bisschen mehr Freiraum. Kizuna Rush. Und dann boxen wir uns jetzt gleich mal rein. Zack, zack, zack. Solche Attacken liebe ich, wo man sich so drehen kann und durch die Arena fliegen kann. Auch wenn es bei Zoro ein bisschen länger geht und auch cooler wirkt. Aber im Großen und Ganzen feiere ich solche Attacken total. Man guckt euch das mal an. Wuhu! Ist halt nicht wirklich lang. So, wenn ich jetzt, glaube ich, die Attacke einsetze, dann habe ich eh alles weggerotzt. Gumma Gumma No! Eischwert das Stil. Rumble Hoofcake. Und eine Sturmwaffe. Bam. Wir haben es alle nicht überlebt. Gebiet gehört uns. Da kommen ja schon wieder welche. Die mich verarschen. So, und natürlich noch die Attacke dazu. Nehmen wieder Chopper. Weil der hat, wie gesagt, die Krone. Krone immer ganz gut. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Krone bringt. Also das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was genau die halt wirklich bringt. Aber, naja, müsst ihr wissen. Hilft Chopper und sucht. Hat der Probleme? Das ist, glaube ich, so ein großer. Zack, zack, zack. Ein bisschen reinboxen. Ich glaube, da ist irgendwo noch ein großer. Ja, genau hier. Mach ich auch mal platt. Gott, ey, ich weiß selber gerade nicht ganz genau, was ich machen muss. Ich weiß nur, dass Chopper irgendwas machen. Hilft Chopper und sucht nach Robin. Ja, als ob ich die jetzt hier finde irgendwo. Als ob die hier rumsteht. Glaube ich eher wohl weniger. Das ist wie mit der goldenen Stadt. Die hätte man auch nicht normal finden können. Im letzten Part. Ich mache jetzt einfach mal diese großen Typen fertig. Da ist auch nochmal einer, der ist sowieso geschwächt. Sehr schön. Haben auch fertig. Und jetzt gehe ich noch ganz unten in das Gebiet hin. Und nehme das auch noch ein. Und somit kann ich dann auch nochmal schön meinen Kizuna Rush auf jeden Fall leveln. Ach, das ist Frankies Haus. Wie geil. Ich mache Frankie kaputt. Ja, Mann. Frankie. Frankie. So, und zack. Perfekt. Max-Level sogar. Das Gebiet nehme ich ein. Das wird meins sein. Mein Gebiet, das nennen wir dann das, ja, Ruffy Funky House. Das Ruffy Funky House. Das ist doch mal ein Name, oder? Ruffy Funky House. Sehr schöner Name, gefällt mir. Hat Style, hat Badehosen-Style. Yeah. Alter, Frank, guckt euch das mal an. Lol, wie lange habe ich denn den Modus? Ich habe den jetzt... Ah, ich glaube, umso mehr Charaktere, umso länger geht der auch. Kann das sein? Oha, guckt euch das mal an, wie lang der geht. Ich kann ja übel lang hier rumboxen, wie ich will. Ach verdammt, jetzt muss ich aufpassen. Eigentlich müsste der ja schon längst zu Ende sein, aber das geht ja hier übel lang. Zack, zack, zack. Dann kann ich ja voll lang noch draufhauen. Ja gut, das ist nicht mein Problem. Das ist Frankies Problem. Oh, wie schön. Levelaufstieg. Ich habe wieder einen vollen Modus. Ja, wahrscheinlich. Oha. Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit so rumrennen, oder was? Ja, wie geil ist das denn? Guck mal, wie lange ich in diesem Modus bin. Der Hammer. Ich beende es mal lieber, weil es sind eh keine Gegner mehr. Dann habe ich Level 3. Das ist perfekt. So, Chopper. Willst du reden? Ah, Robin ist ganz oben. Dann renne ich da schon mal hin. Sehr schön, auf jeden Fall. Kitaka Nikorobi. Zutto mai ni aitakatta. お前が世界を滅ぼす前に今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人世界で唯一古代兵器を復活させる存在がお前だなぜあなたがポーネグリフの存在それ兵器の言葉だ俺は古代兵器プルトンの設計図を持っているそんなことも知らずに奴らに協力していると呆れたなあなた私の何を知っているの 世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたかそれほど嫌う政府にじゃあなぜ加担する全てを捨てても叶えたい願いがあるから願いお前の願いってのは私を除く
Oh Mann, ey. Robin möchte nur das Beste für uns. Das ist so nett von ihr. Warte ab, Robin. Wenn wir wieder auf dem Schiff sind, dann bekommst du meine Gummipeitsche in der Hose ab. Sie ist sehr fluffig. Und sehr schön lang. Gott, ey, das nimmt hier wieder Formen an, Freunde. Das ist nicht mehr jugendfrei hier. Nee. Das nehmen wir auch mal mit. Das sind wir für 30 Sekunden mal wieder stärker. Gumme, gumme, no! Rack, wie nennt man die Attacke? Steht das eigentlich auch oben rechts? Nee, oder? Erstmal. Doch, Gum Gum Sturm nennt sich die Attacke. Okay. Ich nenne die Gum Gum Rakete. Finde ich viel cooler. Gum Gum Rakete. Jihi! So. Rennen wir mal weiter. Ich glaube, wir... Ja, ganz... Nee, da können wir nicht hoch. Da können die nur runterspringen. Ich glaube, wir nehmen mal die... Wir müssen sowieso die Gebiete einnehmen. Dann gehe ich hier gleich mal in den Kizuna Rush. Den wir sowieso schon total lange wieder nutzen können jetzt. Wahrscheinlich. Ich muss mir das aber echt gut einsparen hier. Zack, zack. Immer schnell machen und dann den Modus wieder beenden. So. Ah, ich glaube, diesmal werden wir ihn vielleicht ganz brauchen sogar. So. Boah, wie ich mich durchrammel, ey. Zack, zack, zack. Bam. Boom. Obwohl. Ah, wir haben es gleich. Okay, wir haben es. Dann beende ich es mal. Dann sind wir noch bei Stufe 2. Das kann ich schnell wieder hochleveln. Ja, ich würde euch das empfehlen. Ich meine, man muss es ja eigentlich nicht übertreiben. Ich habe es ja davor eigentlich immer total übertrieben, dass ich trotzdem die Attacke eingesetzt habe, obwohl es eigentlich jetzt nicht so notwendig ist, wie es wirklich ist. Ja, sehr geiles Deutsch auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, das muss man nicht wirklich machen. Ein bisschen sparsamer umgehen. So, dann gehe ich mal runter, weil irgendjemand hat da unten Probleme. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist das Nami, die da unten ein Problem hat? Ne, Zorro ist das. Uiuiui. That's not good. Not good. Ich bin ja schon da, Freunde. Keine Sorge. So, ja, komm, Kizuna Rush, mach mal. Kein Problem. Beende ich halt dann wieder ein bisschen früher. So, und weiter geht's. Oh, ihr habt alle so Probleme, Freunde. Müsst ihr euch mal den roten Balken an der rechts an der Seite angucken, wie schnell der runtergeht. Gerade ging der richtig krass runter. So, wieder beenden. Stufe 2 wieder. Perfekt. So. Ich weiß, Nami hat die Tore aufgemacht. Alles klar. Das ist ein Bote. Den müssen wir, glaube ich, auch noch futsch machen. Wo rennt denn der hin? Also noch einen größeren Boten hätte sie nicht gefunden. Sollte ein Bote eigentlich nicht klein und unbedeckt sein? Ich meine, ein Bote ist ja sozusagen jemand, der Nachrichten überbringt. Der Typ ist doch total auffällig. Oder nicht? Also, ich weiß nicht. Den würde ich über alle Richtungen entdecken. So, wir können jetzt weiter rennen. Brich in das Eisenberg-Anwesen ein. Ja, das ist schon lustig, ey. Aufbrechen kann ich noch nicht. Obwohl, Moment mal. Man kann doch da schon rein, oder? Bin ich doof? Nein, Chopper, ich komme! Ich komme! Hä, da oben kann man doch rein. Warum ist mir das nicht eingefallen? Warum habe ich das nicht gesehen? Wie dumm bin ich eigentlich? Oh, Sanji hat Probleme. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich aktiviere lieber erst den Kizuna und nutze den erst, bevor ich dann dem seine Hilfe oder ihm helfe. Weil sonst ist das ein bisschen unnötig. Ich muss halt jetzt aufpassen, dass ich da nicht reinfliege bei ihm. Nein! Huh, gerade sag ich's noch. Obwohl, Moment, wenn man es anders. Ich mache es einfach so, ich setze gleich die Attacke ein und fülle es einfach nochmal auf. Sollte ja kein Problem sein. Rotzt alles weg, meine lieben Freunde. Ich vertraue in euch. Zack. Sehr schön. So, den Modus nehme ich wieder. Und schon habe ich wieder volles Kizuna. Perfekt. So, hier kann ich aber immer noch nicht rein. Obwohl, Chopper hat da unten das Ding jetzt aufgemacht. Alter, wie schnell... Haben die das Gebiet wieder eingenommen? Ich glaube, das kann man gar nicht einnehmen. Kann das sein? Egal. Ich renne jetzt trotzdem mal weiter. Weil die haben das Tor aufgemacht und da renne ich jetzt auch durch. Ja, da hat Chopper das Ding aufgemacht. Perfekt. Oder Nami oder wer auch immer das war jetzt. Oder beide von mir aus, keine Ahnung. Juckt mich relativ wenig. Ihr zwei kämpft wieder gegen einen. Sehr schön, ich renne schon mal weiter. Zack, zack, boom, boom. Und ich habe die Nuss geknackt. Schon wieder so ein Verdammt, ich habe gedacht, ich habe meine Ultra-Attacke. Verdammt, war das knapp.
Nami steht vor dem Rückzug. Nix. Gut. Not good. Ich hoffe, die geht jetzt nicht zurück. Aber wisst ihr was? Ich helfe der kurz. Ich habe übel Angst, wenn die zurückgeht, ey. Habe ich da jetzt geholfen? Ja, habe ich. Ich habe total Schiss, wenn die jetzt zurückgeht und dann nicht alles wieder machen darf. Das wäre so kacke. Zack, zack, zack. Den haben wir auch. Wir müssen jetzt ins nächste Gebiet. Soll ich euch helfen da oben oder was? Oder kommt ihr nicht vorbei? Ich glaube, die kommen wieder nicht vorbei, weil sie wieder gegen jeden Einzelnen da unten kämpfen. Weil die wieder so intelligent sind. Tatsächlich, guckt euch an. Alle wegpusten. Sonst kämpfen die da ja noch 100 Jahre. Guckt euch das mal an. Nami, du bist die einzigste aus diesem Spiel, die das jedes Mal macht. Das ist unglaublich. Selbst Robin im letzten Part auf Skype, die ist einfach an den Gegnern vorbeigelaufen. Genauso will ich das. Ich weiß nicht, ob Nami irgendwie einen dicken Schwanz sucht bei den Gegnern, aber irgendwie kommt mir das so vor. Keine Ahnung. Oh, Piraten. Viele Männer. Dicke Schwänze. Könnt ihr mal alle reinstecken bei mir. Keine Ahnung, so in dem Sinne irgendwie ein bisschen. So, Kizuna, ich muss hier schnell aufräumen. Wenn die da hinten noch rumgammeln, dann mache ich das hier eben. Habt ihr manchmal auch so Probleme mit Nami oder mit anderen Charakteren? So in dem Sinne jetzt eben. Oh, das kann man ja echt nerven. Was war das denn? Das hat er aber auch neu, oder? Auch voll cool, ey. Wie er so eine Wirbel in der Luft gemacht hat. Sehr nice. Gebiet einnehmen, alles weg damit. Kaputt machen, kaputt machen. Ich brauche den Kizuna noch. So, schnell wieder beenden. Beenden! Geht doch. So, Gebiet haben wir eingenommen. Gut, dass die sich jetzt hier endlich mal ein bisschen vorkämpfen. Dann helfe ich denen mal. Ich gehe wieder hoch, weil da ist oben so ein dicker Bote. Den rotze ich gleich mal weg. Volle Energie! Okay, Hälfte schon mal weg. Das ist schön. Das überlebt er eh nicht. So, Moment mal. Dann machen wir das jetzt mal so. Dann kriege ich wieder volles Kizuna vielleicht. Ja, ganz wird es nicht reichen. Aber für Level 3. Das ist schon mal gut. Also wenn man so ein bisschen drauf achtet mit dem Kizuna, wie man das schnell leveln kann, da kommt man eigentlich locker flockig durch. Ich finde, dass der Modus an sich so total übertrieben ist eigentlich. Weil man hat es ja vorher gesehen, wie lang ich den aufrechterhalten konnte. Nur weil ich mit drei Charakteren das mache. Und selbst wenn ich Level abkomme, gibt es auch nochmal einen vollen Modus dazu. Also das ist eigentlich schon ordentlich. So. Oh, Chopper betreibt dich. So ein kleiner Wicht, ey. Guckt euch das mal an. Übertreibt total. Voll niedlich, ey. Voll niedlich, ey. Ohne Spaß. Wie der einfach mal übertrieben hat. Auf so ein Einzelnen springt er da wie so ein Gorilla drauf. Obwohl, kann man ja schon fast als Gorilla zählen, was der da als Monsterform hat. Ja, das sah nur zu gut aus. Und Kopfnuss. Sehr schön. Sowas kann man machen, wenn man zum Beispiel die Taste gedrückt hält. So, wir sind endlich da. Haben uns jetzt endlich mal schön durchgeboxt. Lauf, Chopper. Lauf, du kleines, knuffiges Bauschebällchen. Ich will rein. Ruffy digitiert zu. Moment mal, wie habe ich das gerade gemacht? Ruffy digitiert zu. Das ist Robin.古代兵器プルトンの設計図その在りか多くの犠牲が出る前にお話しください。アイスバーグさん。な、お前ら。政府の人間だったのか。そう。我々はサイファーポールナンバーナイ。潜伏など造作もない任務。しかし、この件に費やす時間も制限時間を迎えました。話を続けましょう。 設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは、自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう、誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島には、トムという名の伝説の船大工がいて、弟子を二人取っていた。 兄弟子はあなたで、弟弟子はカティ・フラムという男だ。しかし、その男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて、
設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。私は先に行ってる。おい待て、行くなよロビン。吠えやしない、諦めろ。 Darf ich jetzt gegen Bruno kämpfen? Wo ist der? Bruno! Gleich mal das Ding hier aufreißen. Fleisch. Scheiße, zu spät. Alter, muss ich hier gegen Bruno kämpfen? Was ist das denn für ein Fail? Wir haben auf dem Dach gekämpft. Oder? Ja, nee, warte mal. Doch, wir haben doch auf dem Dach gekämpft. Ruffy gegen Bruno, Dach. Gear 2. Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Oh Mann, ey. Bruno, Alter, jetzt kriege ich endlich mein Gear 2. Das heißt, ich kann es jetzt noch nicht hier in dem Kampf einsetzen. Ich kriege es erst nach der Mission. Da kriege ich so eine Münze und die kann ich halt Ruffy ausrüsten. Und ab da habe ich dann Gear 2. Nein! Du Wichser, bleib hier! Verdammt! Haut der einfach ab! Du kleiner Homo-Fürst, Alter! Wo ist das Fleisch von vorher? Da hinten. Das schnapp ich mir. Kleiner Pisser, Alter. Was ist das da hinten? Ein Krug, den nehme ich mir auch noch mit. Dann habe ich volle SP. Jetzt haut er schon wieder ab. So, sehr schön. Nix da, Bruno. Zack! Bruno, ey, mit dieser Türfrucht, oder wie die hieß, ey. Eigentlich schon eine nützliche Frucht, aber jetzt auch jetzt nur für so Spionagezeugs. Also total passend, was der Bruno da macht. So, keine Energie mehr. Perfekt, dann gleich mal in den Kizuna Rush. Da wir sowieso drei Leute haben, beziehungsweise vier, dauert der Modus jetzt total lange. Freue ich mich. Ja, was kommt jetzt? Ach, jetzt geht er in seinen Heldenmodus. Am Arsch, Alter. Am Arsch, Alter. Am Arsch, wirklich. Nix da. Zack, zack. Zack. Oh, anspritten. Oh, gerade noch. Stampe. Oh. Zack. Ich weiß, dass ich ihn auch packen kann. Moment. Oder geht das jetzt nicht? Keine Ahnung, ich glaube, es geht doch nicht. Oh. So, wir haben ihn. Das überlebt er niemals. Also, wenn er das überlebt, dann weiß ich nicht mehr weiter, Freunde. Das kann der gar nicht überleben. Nee. Wir haben ihn. Perfekt. Sieg. Das war's für dich. Leck mir die Eier. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf kam. Ach, war's das schon? Also der Kampf mit Luki kommt gar nicht hier. Ach ja, der kommt ja auch erst auf Enes Lobby.6つの超人敵対6式。あまり調子に乗らんことだ。世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差はこんなものではない。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。ネコネコの実モデルレオパルド。外まで飛べ。Okay, Freunde. Weiter geht es dann aber erst im nächsten Part. Wir haben sogar einen S-Rang bekommen in dieser Mission. Krasse Scheiße. Freut mich auf jeden Fall. Und jetzt müssten wir einige Sachen bekommen haben. Alter. Okay, das zeige ich euch jetzt noch schnell. Moment. Moment. Oha, wie viele Münzen. So, sehr schön. Nein, die tun wir alle weg. So, Moment. Das muss ich jetzt euch einfach nochmal zeigen, sonst geht hier gar nichts mehr. Einfach mal alles überspringen. Das müssen wir jetzt einfach noch sehen. So viel Zeit muss jetzt einfach noch sein. Und zwar gehen wir einfach auf dieselbe Mission nochmal weiter. Wählen Ruffy. Münzen verwenden. Drücken Viereck. Haben jetzt alles ausgerüstet. Und da steht zweiter Gang. Habt ihr es gesehen?
Zweiter Gang, hier. Schließt die Stadt des Wassers mit Ruffy ab. Jetzt haben wir die Bruno-Münze drin und deswegen können wir jetzt sozusagen den zweiten Gang machen, also Gear 2. Und in der nächsten Mission bekommen wir dann auch noch die Luki-Mission, also die Münze, und können dann in den dritten Gang. Aber dazu dann viel mehr im nächsten Part. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Ruffy gegen Luki. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tödelö. Immer den Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur, für den Weg dich übers Meer. One Piece. Schatz der Welt, du hast Saft dafür trainiert. Dir gibt es nichts mehr, das dich hält. Lass dich von den Sternen führen. Deine Freunde werden dich auf die